Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neu-Mini-Brunn. Wir sind jetzt gewandert von der Küste von Neubartelshagen wieder mal in die Berge, in die Alpen nach Neu-Mini-Brunn. Und da kommt auch unser Hofhund, denn ich habe ihm lecker, lecker, lecker Futter hier reingemacht. Hallo Charlie. Ja, ich werde dich jetzt nicht stören. Kannst fressen. Oh, bist schon fertig? Ja, dann darfst du mal. Ja, brav. So, der Regen hat mittlerweile aufgehört. Wir haben einen neuen Tag. Die Sonne ist aufgegangen und es gibt jede Menge Arbeit hier auf dem Hof. Wir schauen mal ganz kurz in die Karte und dann werden wir feststellen, dass unser Feld hier drüben, das Sojafeld, erntereif ist. Also werden wir uns jetzt unseren Drescher schnappen und dann schauen wir mal, wie wir da am geschicktesten hinfahren, denn wir haben keinen Schneidwerkwagen. Und dann werden wir hier die Straße lang fahren und wir hoffen, dass wir ohne Probleme bis hierher kommen. Und von dort haben wir dann Feldwege, um zu unserem Feld 21 zu kommen. Das werden wir abernten und anschließend verkaufen, weil den Weg werden wir am Anfang nicht mehr machen. Feld 4 haben wir mittlerweile fertig. Das heißt, da haben wir angesät und zwar, jetzt muss ich gerade mal schauen, was haben wir denn da angesät? Weizen. Weizen und gedüngt ist das Feld auch und Feld 11 ist auch fertig, aber da müssen wir uns natürlich langsam Gedanken machen, denn wir haben keine Spritze und wir haben ja Unkraut an. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier der Status schon, oder? Schauen wir mal. Unkraut, Mittel, Hacke, also das heißt dieses Jahr noch nicht, aber nächsten Monat müssen wir uns dann Gedanken machen, wie wir das bewerkstelligen mit der Spritze, ob wir die kaufen oder mieten oder wie auch immer. Apropos kaufen, gehen wir doch hier mal durch die Tür, denn ich habe was gekauft. Im Gebrauchtmarken, im Gebrauchtgeräte-Shop gab es hier diese Sämaschine. Ich glaube 5,40 Meter Breite und eine Einzelkornmaschine. Und das ist genau das Richtige. Schauen wir mal hier. Ja, die muss repariert werden. Aber es war ein Schnapper, ich glaube 15.000 oder so, das habe ich ausgegeben. Damit können wir auf jeden Fall dann auch Soja ansehen und mit 5,40 Meter kommen wir auf jeden Fall ein bisschen schneller vorwärts. Okay, und dann habe ich natürlich unserem Valtra, dem habe ich mal ein bisschen stärkeres Gewicht, ein schwereres Gewicht gegönnt, 1,5. Ich hoffe, dass wir dann damit auch weniger Probleme dann haben beim Düngen. Okay, soweit so gut. Das also zum jetzigen Stand. Wir haben jetzt wieder schönes Wetter. Der Herbst ist angebrochen. Da oben sind einige Ballons am Fahren. Und wir werden uns den Drescher schnappen. Gut, Motor an. Und dann müssen wir hier irgendwie rauskommen. Ja, das geht. So, können wir gleich rum? Ja, können wir gleich rum. Müsste gehen. So. Okay, also, wir müssen hier zum Hof raus und dann links. Und das heißt, rundum kein Leuchter an. Von links kommt nichts. So, dann schauen wir mal, ob wir hier über die Straße kommen mit dem Verkehr. Da bin ich jetzt echt gespannt, weil ich habe schon festgestellt, der Verkehr ist hier ganz, ganz, ganz speziell hier auf dieser Map. Also so Vorfahrtregeln und so weiter beherrscht er eigentlich nicht. Oder sage ich mal, beachten die hier nicht. Also, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir ja keine Schilder mitnehmen. Blinker wieder aus. Und dann schauen wir mal, ob wir hier Gegenverkehr bekommen. Der schnellste ist er ja nicht, der Kollege hier. So. Und da kommt auch schon was. Okay. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Ja, da müssten wir unten durchkommen. Ach so, stopp. Stopp. Augenblick. Jetzt verstehe ich natürlich auch die Map. Ja, Logo. Augenblick, wo sind wir? Hier sind wir. Da müssen wir unten durch und dann einmal drüber. Okay, alles klar. Und da kommt auch schon wieder der Nächste. So. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir das schaffen. So, dann betätigen wir mal kurz die Hupe. Und da kommt der Nächste. An dem kommen wir auch vorbei. So, hier müssen wir rechts. Ja,
Und klar, alle fahren sie, kommen wir hier vorbei. Ja. Jetzt sind wir hier auf dem Wirtschaftsweg und dann schauen wir mal, dass wir hier über die Brücke kommen. Sehr schön. Na, ja, als hätte man diesen Drescher extra für diese Map gebaut. Oder umgekehrt. So. Jetzt müssten wir auf jeden Fall hochkommen. Ja, wir sehen schon. Alles andere, was breiter ist, wird dann hier schwierig auf der Map. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht das Problem. Und das ist ja auch die Absicht. Wir machen hier mit kleineren bis mittleren Maschinen, weil ansonsten haben wir ja, hier müssen wir rechts, ansonsten haben wir ja dafür unser neues Projekt auf Neubartelshagen gestartet, Big Farm. Da wollen wir dann mit den großen, ganz großen Maschinchen arbeiten. Ja, und hier, wunderschöne Aussicht. Ganz toll. So, und hier arbeiten wir jetzt eben mit den kleineren bis mittleren. Da vorne ist unser Feld. Da können wir dann loslegen. Sehr schön. So, auf der Map gibt es ja noch zwei Flächen, wo man theoretisch auch mal einen Hof bauen könnte. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt kümmern wir uns, Augenblick. Erntereif, Soja, doch, das ist unseres. Das ist unseres. Ich habe nämlich schon das letzte Mal aus Versehen aufs Feld gefahren. Als Lohnunternehmer. So. Ja, wunderbar. Ja, für diese Map ist der hier genau eigentlich fast der richtige Drescher. Da kann man hier sehr schön mitfahren und kommt gerade so mit den, ich weiß gar nicht, sind es auch 5,40 Meter, 5,60 Meter? Da müsste ich gerade mal schauen, bevor ich hier was lüge. Augenblick. Schauen wir doch mal ganz kurz. So. Da, Schneidwerk. Was haben wir da? 5 Meter genau. Okay, 5 Meter. Damit kommen wir hier genau auf den Straßen überall durch und über die, durch die Tunnels und durch die, unter den Brücken durch. Nicht verkehrt. So. Dann werden wir hier das erste Mal. So. Naja, ich denke mal, so viel wird das Feld leider nicht hergeben. Aber besser als nichts. So. Ja, wie ich schon gerade angesprochen habe, haben wir auch ein neues Projekt gestartet. Wer es noch nicht gesehen hat, Neubartelshagen, die alte Map, aber im neuesten Update mit den entsprechenden Veränderungen, auch anscheinend wieder mit verbesserten Fahrwegen für die Helfer. Also wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal rein. Neubartelshagen Big Farm, unser neues Projekt hier auf dem Kanal. Neben diesem schönen Schnuckligen hier, Mini-Brunnen. So, da fahren wir einmal komplett ums Feld rum und dann können wir in die große Bahn hochschicken. In der Zwischenzeit können wir dann eben unseren Abfahrer holen. So, und dann passt das. Bisschen rauszoomen und dann hier definitiv hier den Anblick dieser Map genießen. Einfach fantastisch. Super. So, passt. Ja, toll, toll, toll. Gut. So, jetzt sind wir wieder da. 36%. Da kann er also mit Sicherheit zwei- oder dreimal hin und her fahren. Haben wir genügend Zeit, um mit unserem Abfahrer zu kommen. So, ab die Post. Ja. So, der kleine Waldrand nehmen wir nicht, weil es ist ein bisschen bergig. Oder doch, der kleine Waldrand müsste eigentlich reichen. So.
rückwärts ran. Den Ballenwagen hier nebendran, den habe ich mittlerweile verkauft, weil, ja, da sehe ich überhaupt gar keinen, also im Moment keinen Nutzen, keinen Sinn. Ballen werden wir erstmal im Moment nicht machen. Und zum Einkaufen haben wir hier alles auf dem Hof, um entsprechend Dünger, Kalk und Saatgut zu kaufen. Ja, also wir haben genügend Material da und da brauchen wir eigentlich keinen Anhänger, einen flachen für den Transport oder für Ballen. Und den habe ich dann veräußert und dafür habe ich dann im Prinzip eben die Saatmaschine eingekauft, die Einzelkorn. So, hier müssen wir links. Da kommt Verkehr von rechts. Der biegt ab. Ja, und fährt uns fast drauf. Das sind die Kollegen rigoros. So, da geht es auch nach Erlengrad anscheinend. So. Erlengrad, sehr schön. Ja, ich muss sagen, ich glaube, das ist die richtige Kombination. Wir haben eine schöne kleine Alpenmap, bergig mit kleinen Feldern. Da können wir ein bisschen herumwursteln und uns um die Viech, um das Viech, um das gute, liebe Viech kümmern. Und dann haben wir eben mit Neubartelshagen wieder eine richtig schöne Map, die jetzt auch wieder gut funktioniert. Und da werden wir dann richtig groß Action machen und die ganz, ganz großen Maschinchen einsetzen. So, das passt. Dann hier wieder rechts. Das schüttelt ganz schön hier. So. Da oben müsste eigentlich auch die BGA sein. So. Dann müssten wir mal gucken, wann wir eigentlich das Soja verkaufen können oder wie da der Kurs zurzeit steht. Groß einlagern müssen wir es ja nicht. Wir haben ja keine Schweine. Und das können wir dann definitiv verkaufen. So, schauen wir mal ganz kurz. Und zwar so, Soja, Soja, Soja. Hier unten. So, Soja. Okay, nee, das wäre jetzt auch in, nee, leider nicht. 2226 haben wir natürlich gerade den Zeitpunkt verpasst. Ja, und bei 1100, also hier fast zum halben Preis, will ich nicht verkaufen. Das heißt also einlagern und dann müssen wir halt bis Juli, August warten. Naja, beißen wir eben in den sauren Apfel. Im Zweifel müssen wir es halt zwischenfinanzieren. So, was spricht er? 66%. Fahren wir nochmal ein Vorgewende, weil hier wird es jetzt langsam eng. So, ablassen und der Tempomat rein. Das hat natürlich schon irgendwas, ne? Hier oben die Autos fahren einmal ums Feld rum und dann sieht man sie hier unten wieder. Ist schon toll. Aber ich denke jetzt auch gerade, wenn wir jetzt natürlich hier oben und das die BGA ist und wir müssen da immer das Material hinbringen, ja, und wir müssen hier immer den Berg hochfahren, das wird mit 100 PS Schleppern nicht funktionieren. So, da fährt das Auto rum. So, und hier wieder um die Kurve. Ja, und da stehen sie wieder, die Rehe. Die ab und zu stehen und ab und zu fliegen. The Flying Bambis. Na? 87, ja, da können wir gleich das erste Mal abtanken. Ja, da ist die Einfahrt.
das müsste hier nebendran, ist das so? Nee, das ist eher Lager, oder? So. Das Blockheizkraftwerk, oder? Jedenfalls da, wo man das Hexengut verkauft, müsste da eigentlich auch nebendran sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Augenblick, wir schauen mal in die Karte. Nicht, dass ich da wieder was Falsches sage. Was haben wir hier? Sägewerk. Ne, wir sind hier oben. Hier oben sind wir. Da Biomasse-Heizkraftwerk. So ist es richtig. Da haben wir die BGA. Genau, und da das Biomasse-Heizkraftwerk. Gut. So, schafft er das noch für die Wände? Ja, das schafft er noch. Dann können wir den hier anlassen. Setzen wir mal zurück. Oha, der fährt aber ganz schön Wendekreis. Ja, holla die Waldfee. Hoffe ich mal, dass das hier mit den Feldbegrenzungen auch funktioniert. Nicht, dass uns plötzlich der Drescher hier den Hang runterfährt. So. Gut. 26, ja, da müssen wir auf keinen Fall nochmal zum Hof fahren. Dann können wir den hier hinstellen. Sehr schön. So. Fahren wir zur Sicherheit noch ein weiteres Vorgewende. Weil wenn der jedes Mal diese Wahnsinnskurve fährt, ja, bisschen ran, so. Das müsste passen, ja. Ja, man sieht es wunderbar, da drüben sind die anderen Felder, praktisch auf der anderen Seite des Tals. Ja, hier ist man schon ganz schön am Berg hoch, Berg runterfahren. Hoffe ich mal, dass das reicht und er mir hier jetzt nicht da hinten runterfährt. So. Okay. So, dann springen wir mal kurz auf den Hof. Weil ich will mal ganz kurz schauen. So, bei den Kühen ist alles noch in Ordnung? Ja, natürlich, alles bestens. So. Dann haben wir hier unser Gewächshaus und den Salat. So.
Und da haben wir unsere Wiese. Die wäre übrigens, glaube ich, wenn ich sie. Ja, genau. Die ist auch schon erntereif wieder. Aber das ist die erste Wachstumsstufe und also müsste sein. Weil ich denke, hier haben wir ja Gras nicht gemäht. Und dann müsste das eigentlich anschließend eine richtig schöne Blumenwiese sein. Und dann werden wir die nämlich im November, denke ich, mähen können. So. Ja, ja, drüben wieder die Rehchen. Da haben wir unsere Hühner. Und die Hühner haben auch wie Gesundheit 96. Augenblick. So, die Hühner. Nö. Ah, das sind neue, die sind, ja, ja, okay, alles klar. Deswegen in der Summe 96, weil, okay, gut, verstanden, weil Nahrung und so weiter, Produktivität ist ja eigentlich genügend da. Sehr schön, da unser Hofhund, Charlie. Ja, soweit passt es. Also haben wir jetzt zunächst einmal nur die Ernte. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir eben dann mit dem Unkraut umgehen und uns vielleicht... Ah, könnten wir eigentlich mal schnell machen. Ich habe gar nicht geguckt. Nee, also der Ideal ist jetzt nicht ideal für diese Map. Und was haben wir hier? Die Hacke. Nee. Da sind wir leider, glaube ich, schon, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Und die Hacke bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Da steht zwar Hacke, Raps, aber ich glaube, Hacke kann man doch nur bei Getreide und Weizen einsetzen. Naja, gut. Wir werden uns eine Spritze besorgen, auch damit man dann zum Beispiel damit auch düngen könnte. Okay, soweit so gut. Das hier die kurze Hofbesichtigung. Wir schauen mal, was unser Drescher macht. Bei 41% ist er. Okay, und wir sind hier auf dieser Map bei 22 Minuten oder bei dieser Folge bei 22 Minuten und somit wird es langsam Zeit. Wir werden hier noch das Feld hier fertig machen, abernten und anschließend verkaufen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Neue Mini-Brunnen, unsere Alpen-Map. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Die Tage. Tschüss, ciao. Cheerio.